Willkommen zurück, Let's Play Fishing Planet. Ja, die eine Stunde war wieder rum. Ihr könnt da auch gerne Feedback geben, wie ihr die Längen der Folgen findet. Ich variiere das eigentlich immer ganz gerne, wie es halt eben passt. Wenn es mal so gut läuft wie gerade, dann habe ich auch kein Problem damit, eine Stunde voll zu quatschen damit. Oh, da haben wir einen Biss bekommen. Wenn es halt weniger gut läuft, dann macht man die Folge halt kürzer. Die Frage ist ja, im Endeffekt sind die Videos für euch und deswegen müsst ihr ja auch so ein bisschen sagen, wie ihr da das am liebsten hättet. Und danach würde ich mich dann halt auch orientieren wollen. Also bei Anregungen kann man das da gerne reinschreiben in die Kommentarbox. Hier haben wir einen Rotflossenhecht in Trophäengröße jetzt gefangen. Eigentlich wieder recht ungewöhnlich, so im Mittelwasser hier fast schon. Aber na gut, wenn es funktioniert, dann probieren wir das Ganze natürlich nochmal aus. Wie gesagt, hier sind auch Zander möglich, habe ich auch schon gefangen. Mit dem Casting Spoon haben wir da jetzt nicht die optimale Waffe dran, wo der Zander jetzt drauf abfährt, aber ausgeschlossen ist das, denke ich mal, auch nicht. Also ganz im Gegenteil, alles, was sich dreht und wabbelt und wobbelt und ja, da kann man Raubfische halt mit fangen. Das ist nun mal so. So, so ein schöner amerikanischer Hecht. Das wäre jetzt noch ein Traum hier. Wenn sich das jetzt noch realisieren ließe. Wir haben ja auch noch ein bisschen Platz in unserem Kescher. Also, da würde ich wirklich nicht Nein zu sagen. Wenn uns denn das Spiel die Möglichkeit dazu geben würde. So, wir twitchen mal ein bisschen schneller jetzt hier vor unseren Füßen. Kurbeln den Rest jetzt nochmal ein. Manchmal steigen die auch wirklich hier noch ganz knapp vor unseren Füßen ein. Also auch da artenübergreifend. Das ist eigentlich egal. Aber dann so 5 Meter vorher fange ich dann eigentlich immer an, ein bisschen schneller einzuholen. Das macht dann erfahrungsgemäß nicht mehr so viel Sinn. So, hier ist eigentlich eine richtig schöne Stelle, um da sein Andrea zu Beginn, das ist halt so eine schöne Kuhle, die da reingeht und da stehen Fische natürlich sehr gerne drin, gerade Hechte und vielleicht steht da ja jetzt auch mal ein kapitaleres Exemplar. Das wäre ganz in meinem Sinne und da ist uns irgendwas draufgegangen, aber das ist nichts Weltbewegendes. Das ist ein relativ durchschnittlicher Fisch, würde ich jetzt mal sagen, den kriegen wir wirklich ganz problemlos rangepumpt. Wahrscheinlich ein Rotflossenhecht, wenn nicht sogar ein Barsch. Ja, oder ein junger amerikanischer Hecht. Gut, die wiegen natürlich auch nicht viel, da vertut man sich dann. Aber die Stelle ist schon mal gut, da gibt es amerikanische Hechte. Was ja dann unser Zielfisch quasi ist. Und wo es Junge gibt, da muss es ja auch irgendwann wo ein Elternteil geben. Idealerweise sogar zwei, aber ich wäre mit einem schon mal ganz zufrieden. Und von daher probieren wir es an dieser Stelle natürlich erneut. Und warten mal ab, was wir da jetzt fangen können. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Gut, zweiter Durchgang wollte ich gerade sagen, weniger erfolgreich. Da kommt noch der Biss, das ist aber wieder nichts Kapitales. Das ist wieder ein junger amerikanischer Hecht. Die scheinen wohl wirklich etwas weiter hier vor unseren Füßen sogar zu stehen. Das ist eigentlich merkwürdig, aber na gut. Meistens kriegt man die Bisse ja direkt hier. Hier ist halt auch noch eine schöne Stelle, ne? Hier kann man auch nochmal so richtig lecker reinwerfen. Und hat dann halt auch noch einen relativ weiten Weg, um den Köder da an dieser ganzen Schilfkante entlang zu ziehen. Das kann man natürlich auch noch gut machen. Wir sollten unsere Bremse wieder ein bisschen lockern. Das ist auch so ein Punkt. Wenn da jetzt irgendein wirklich großer Fisch drauf springt, dann kann der einem auch direkt mal beim Anbiss die Schnur zerfetzen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Sondern den dann zumindest in den Drill bekommen. So.
Ja, und wieder die Schilfkante eigentlich relativ uninteressant. Jetzt gucken wir mal hier, ob wir jetzt hier vielleicht wieder vor den Füßen noch einen Biss kriegen. 9 Meter sind es noch. Also wenn, dann sollte er schon jetzt zupacken. Ich glaube, da war sogar gerade mal ganz kurz ein kleiner Anfasser. Deswegen lasse ich das hier auch noch mal kurz absinken, das gute Ding. Schauen wir mal. Nee, aber da hat sich nichts mehr ergeben. Da wollten sie dann doch nicht mehr. Okidoki. So, dann probieren wir es. Da haben wir gefangen. Hier haben wir gefangen. Jetzt probieren wir es mal ganz hier an dieser Schilfkante. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Spot für amerikanische Hechte, glaube ich. Aber wollen wir mal gucken, ob sich hier auch noch was überreden lässt, an den Köder zu kommen. Oh, da war ein kleiner Ausschlag. Da hat, glaube ich, zumindest mal einer kurz probiert. Vielleicht geht er dem Köder ja hinterher. Hätte ich nichts gegen. Aber der scheint sein Interesse wohl leider verloren zu haben, der Gute. Müssen wir mal schauen. Na, will noch einer oder will keiner mehr? Das ist hier die Frage. Meine Freunde, das ist hier die Frage. Na, das sieht aber gerade nicht so überragend aus. Okay, da ist kein Interesse mehr. Ja, diese Schilfkanten, die kann man hier auch mal komplett abfischen. Auch das hier ist durchaus eine Position, wo man mal hinwerfen kann. Ist jetzt nicht so weit draußen, zieht aber hier den Köder genau an unserem Hotspot vorbei, wo ich wirklich schon quasi jede Fischart gefangen habe. Das ist natürlich auch interessant. Vielleicht klatscht uns ja auch hier jetzt mal ein Zander drauf. Das wäre jetzt natürlich, wenn du schon gar nicht mehr an die Zander denkst, dann kommen sie. Das ist ja meistens so beim Angeln. Aber momentan wollen die Hechte hier in dieser Region nicht so wie da drüben. Also da drüben war es etwas, naja, nicht etwas, sogar deutlich besser von der Effizienz her. Aber davon möchte ich mich jetzt nicht beeindrucken lassen. Ich würde das doch schon nochmal ganz gerne hier probieren. Ich glaube, hier habe ich sogar noch nie hingeworfen oder wenn ganz selten. Das hat entweder einen Grund, weil ich nichts gefangen habe oder weil ich es einfach immer vergesse. Da finde ich, wäre das jetzt mal eine gute Möglichkeit, das hier mal auszuprobieren. Wenn die eigentlichen Stellen nicht so gut laufen, dann kann man ja mal zu unkonventionellen Methoden greifen. So, bisschen twitchen nicht vergessen. So, so. Wie spät haben wir denn? 9:16 Uhr. Ja, und da geht uns hier einer auf den Spoon drauf. Das ist auch nichts Wildes, aber es ist immerhin Fisch. Und es ist ein junger amerikanischer Hecht. Und da bleibe ich bei meiner Devise, wo Junge sind, wird es auch irgendwo einen Erwachsenen geben. Das muss ja so sein. Naja, muss nicht, aber wäre zumindest im Bereich des Möglichen. So, und mal wieder ein bisschen twitchen, das ganze Gerät hier. Gucken, ob wir hier vielleicht jetzt noch mal was an den Haken überredet kriegen. Na komm. Na komm, na komm. Okay, ja, der Casting Spoon kommt tatsächlich momentan nicht so super an, was mich ein bisschen wundert. Ich würde sagen, da wechseln wir dann mal auf den Narrow Spoon. Damit haben wir auf jeden Fall noch eine größere Chance, an Zander zu kommen. Und die bringen ja letzten Endes, ja, wir haben gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man damit keine Hechte fängt. Von daher ist mir das eigentlich wert, das jetzt mal auszuprobieren, auf die Gefahr hin, vielleicht jetzt ein Hecht weniger zu fangen, aber
unter Umständen halt auch noch einen Zander ans Band zu kriegen. Das wäre doch jetzt ganz schön. Denn ich glaube, mit dem amerikanischen Hecht wird's gerade irgendwie nichts. Ja, auch das halt immer ganz wichtig hier in dem Spiel, ne? Wirklich auch mal die Taktik ein bisschen umzustellen, sich den Gegebenheiten anzupassen, was beißt vielleicht nicht, was beißt womit. Ja, möglichst viele Fischarten natürlich immer abdecken und dann kann man sich natürlich später spezialisieren, wenn man jetzt so wie gerade, wie wir gesehen haben, okay, die Hechte beißen eigentlich nur oder zumindest in einer ziemlichen Häufigkeit, dann probieren auf einen reinen Hechtköder umzustellen. Das hat jetzt in dem Augenblick auch nicht so gut funktioniert. Deswegen gehen wir jetzt eher wieder auf Breitbandfischen und gucken mal, ob wir vielleicht doch noch unseren zweiten Zander bekommen können. Das fände ich doch schon ganz angenehm. Werfen jetzt auch hier mal einfach mitten raus. Vielleicht stehen sie ja auch mitten im See aus irgendwelchen Gründen gerade, die Zander. Und da müssen wir halt nur wirklich absinken lassen, weil die Zander, die sind eher für tiefere Gewässer. Also die mögen es nicht so gerne weiter oben. So scheint mir. Deswegen ab und zu mal hochtwitchen lassen und dann erstmal wieder absinken lassen. Und dann kann man den nächsten Twitch setzen und gucken, ob vielleicht ein Fisch drauf anspringt. Na komm. Irgendjemand muss doch hier noch Appetit haben in diesem See. Aber es sieht hier gerade doch etwas mau aus, muss ich sagen. Und wenn sich das nicht ändert jetzt hier in den nächsten zwei, drei Würfen, dann gehen wir natürlich wieder an unseren Platz, wo wir gut gefangen haben. Das ist ja ganz klar. Warum sollten wir das ändern, wenn man hier die Möglichkeiten hat? Das wäre ja Blödsinn. Okay, hier werden wir wohl keinen Zander mehr fangen. Ja, da ist ja die Stelle, die wir gerade hatten. Man kann natürlich auch von hier relativ elegant hier an unsere Stelle werfen. Da hat man ja hier tatsächlich noch ein paar Möglichkeiten mehr sogar. Auch an die Kettenhechte vielleicht sogar zu kommen. Das sehe ich ja jetzt erst so richtig. Aber das sieht schon ganz schön aus. Gucken wir mal, ob der Plan hier so aufgeht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die Kettenhechte hier von unserem Narrow Spoon halten. Das kann ich euch natürlich auch nicht sagen. Das müssen wir rausfinden. Und das geht am besten, indem wir den Köder hier mal ein bisschen lang ziehen. So. Ja, aber wir sehen, White Django fängt momentan auch nichts. Das heißt, vielleicht ist jetzt gerade auch einfach mal eine Phase eingekehrt, wo ein bisschen mehr Ruhe ist, wo die Fische vielleicht jetzt mal gerade nicht so hungrig sind, nicht rauben, nicht jagen. Das kann es natürlich auch immer mal wieder geben. Das ist ja auch kein großes Problem. Ja, einen Wurf mache ich noch. Oh, da sage ich es gerade. Aber da ist hier vorne noch einer eingestiegen. Aber das wird ein Barsch sein, höchstwahrscheinlich. Ja, ein amerikanischer Flussbarsch. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit, damit wir hier zum Ende kommen. Werfen jetzt mal quer hier rüber nochmal. Ja, da kann man vielleicht hier auch noch ein. Ja, das ist ja eigentlich genau hier unser Zandergebiet, ne? Also, wo ich die Zander vermutet habe. Wenn man da den Narrow Spoon jetzt mal durchzieht, dann hat man von hier dann doch eine ganz gute Möglichkeit, finde ich. Vielleicht doch noch den ein oder anderen Fisch hier zu landen. Ja. So ist es halt ab und zu mal, ne? Naja, aber kommt, wir können uns wirklich nicht beschweren. Also ich glaube, wir haben unseren Kescher doch in einer ganz guten Zeit hier vollgekriegt. Beziehungsweise bis jetzt lief es wirklich ziemlich gut. Auch schöne Fische waren dabei, schöne Drills waren dabei. Und von daher möchte ich jetzt gar nicht meckern. Da haben wir übrigens den nächsten. Das ist wahrscheinlich, hochwahrscheinlich wieder ein Barsch. Aber na gut, macht nichts. Auch die nehmen wir mit. Ne, es ist sogar ein Rotflossenhecht, der sich hier unseren Narrow Spoon mal inhaliert hat. Auch okay.
Nehmen wir natürlich auch mit. Wollen wir gar nicht drüber meckern, großartig. So. Ja, aber einen Zander hätte ich gerne noch. Also, ich muss es echt sagen, einen Zander hätte ich gerne noch gefangen. Ja, der White Django hat sich da gerade einen Trophäen-Flussbarsch mal eingesackt. Auch ein schöner Fisch. 0,86 Kilogramm. Das ist natürlich schon ein richtig ordentlicher Brocken an Barsch. Und ja, damit wird er sicherlich auch ein paar XP verdient haben. Natürlich, wie gesagt, der Geldfluss ist da stark limitiert bei den. Oh, da haben wir einen kleinen Hänger. Bei den Barschen, was ein bisschen schade ist, aber sonst wäre das hier auch echt schon ein kleines bisschen overpowered, der See. Wenn die Flussbarsche jetzt auch noch ordentlich Cash bringen würden, dann wäre das vielleicht schon zu viel des Guten. Sie bringen immerhin einiges an Erfahrungspunkte, weswegen man sich jetzt nicht unbedingt ärgern muss, wenn man diese Fische fängt. Ein bisschen doof ist es, wenn man die mit Elritzen fängt, weil die halt relativ teuer sind. Aber wenn ich jetzt hier einen mit meiner Spinnrute fange, da habe ich ehrlich gesagt eigentlich nichts dagegen. So, werfen wir raus die gute Rute und gucken wir mal, ob wir hier jetzt nochmal einen Zander erwischen können. Also einer muss ja noch drin sein, oder nicht? Komm. Lieber Herr Zander, ich bitte Sie. Ah, Herr Zander, bitte an Route 1. Herr Zander, bitte. Ja, die sind echt stur, ne? Die wollen nicht, die Arschgesichter. Also da lassen die auch wirklich überhaupt nicht mit sich verhandeln. Wenn die keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock. Wir haben den nächsten Biss bekommen, aber das ist, ja, so wie ich das einschätze, ein Barsch. Oder ein kleiner Hecht. Es ist ein kleiner Hecht, wahrscheinlich ein Rotflossenhecht, so sieht's aus. Ja, der schmeckt wenigstens, was den finanziellen Aspekt angeht, ist das wenigstens noch eine ganz gute Sache. So, wir schmeißen jetzt hier nochmal unseren Köder raus, so in diese Richtung. Zack. Schön absinken lassen den Narrow Spoon, das vergesse ich am Anfang irgendwie immer ein bisschen und dann geht's weiter. So, also, na, wie wär's denn jetzt mal hier? Ein Zanderchen oder ein, das wäre natürlich auch geil. Ich bin jetzt hier auf die Zander fixiert und dann kommt da auf einmal ein schöner amerikanischer Hecht mit Gardemaß. Das wäre natürlich auch eine feine Geschichte. Aber davon sind wir, glaube ich, noch weiter entfernt als vom Zander, weil wir da einfach nicht den richtigen Köder dran haben. Das könnte natürlich auch sein, dass das einfach noch ein bisschen klein gewählt ist. 7 und ich glaube 9 Gramm hat das, hat der Wobbler, der Blinker. Das sind natürlich, ja, das ist für so einen ausgewachsenen Hecht wahrscheinlich nicht mal eine Vorspeise. Vielleicht tun die sich auch deswegen ein bisschen schwieriger mit den Bissen, weil sich einfach der Aufwand nicht lohnt für so einen kleinen Zwischendrin-Snack. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja, schmeißen wir jetzt hier nochmal rein. Obwohl das eigentlich totales Hechtgebiet ist, macht eigentlich wenig Sinn mit dem Narrow Spoon. Naja, was heißt wenig Sinn? Also die Hechte nehmen ihn ja auch, so ist es nicht. Aber seltener als den Blinker, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist eine steile These. Ich weiß nicht, ob die korrekt ist, aber ja, so Erfahrung, vom Erfahrungswert her ist das schon nicht verkehrt, was ich da gesagt habe. Na komm. Okay, wenn jetzt in diesem Durchgang hier nichts mehr beißen sollte, dann werden wir wieder auf Posenmontage umrüsten und dann werden wir uns noch ein paar Kettenhechte an Land ziehen, um hier unseren Kescher jetzt auch voll zu machen. Ja, geht mir ein bisschen auf den Sack, dass die Zander so mürrisch sind. Es ist eigentlich gutes Wetter.
Normalerweise hätten wir da echt ein paar Stück von erwischen müssen. Aber ja, was ist beim Angeln schon normal? Da ist es eben, da ist eben nichts normal. Und genau das ist ja das Problem. So, jetzt bauen wir uns hier mal kurz wieder die andere Route zusammen. Das ist auch ein bisschen nervig. Wir brauchen dringend eine neue Rolle übrigens. Inspirecast. Ah, wir haben die sogar auch wieder repariert, ne? Das heißt, wir hätten auch ohne Probleme damit fischen können. Eigentlich total dämlich, aber jetzt macht es gerade keinen Unterschied. Deswegen nehme ich jetzt nochmal die bessere Rolle. Ah, aber doch nicht hier dran. Du Schwein. So. Jetzt Wincast 2500. Jetzt werde ich da sicherlich nochmal drauf drücken müssen. Das, ne, es funktioniert direkt so. Das überrascht mich positiv. Breiter Schwimmer, 1-0er Haken, kleine L-Ritzen und dann geht es los. Ja, wir machen mal einen Auswurf, machen wir noch hier. So, einfach jetzt Erfahrung oder Interesse halber. Ja, obwohl wir probieren mal, wisst ihr, was wir probieren? Wir probieren mal, ob wir von hier die Kettenhechte auch erwischen können. Na, obwohl, da könnte uns ein ganz kleines bisschen Wurfweite fehlen. Das entscheidet da jetzt wirklich, glaube ich, einen Meter, ob es passt oder nicht. Ne, passt nicht. Vielleicht von hier aus könnte es passen. Das muss ich jetzt schauen. Ja, Route ist wieder frei. Ja, lassen wir sie mal kurz da liegen. Schauen, ob da noch. Ah, wir sind ja auch noch auf 2 Meter jetzt. Das ist natürlich deutlich zu tief für Hechte. Das funktioniert nicht. Da gehen wir wieder auf die 80er-Marke und probieren dann da halt noch ein paar Hechte mit rauszukriegen jetzt hier auf die Schnelle. So, wir gehen wieder auf die 85 cm, wo ich war. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und jetzt kommen wir hier eben auch schön hin, genau in die Ecke, wo ich rein will. Das ist eigentlich ein richtig guter Spot. Und da gucken wir mal, ob wenigstens die Kettenhechte noch Appetit haben. Ich würde drum bitten, dass das so ist. Ja, dann müssen wir uns dann müssen wir uns danach wieder in einigen Folgen den Forellen stellen. Eieiei, ich habe schon, ich sag's euch, also ich bin wirklich ja auch hobbymäßig, wenn es die Zeit zulässt, gehe ich sehr, sehr gerne angeln und ich kann wirklich nach Holland oder keine Ahnung wohin fahren und ich fange immer meine Fische, Hechte, Zander, Barsche, Aale, scheißegal, auch Karpfen. Ne, ich bin eigentlich, wenn wir mit Kollegen gehen, immer, wenn keiner was fängt, dann fange ich was. Und dann waren wir mal irgendwann in der Schonzeit, haben alle gesagt, komm, wir haben Bock angeln zu gehen, lass mal in so einen Forellenpuff fahren. Ja, gesagt, getan. Und wer fängt in einem Forellenpuff, wo eigentlich, wo man wirklich, ja, da muss man schon. Also das war jetzt nicht so ein kleiner, nicht so eine Badewanne, das war schon ein relativ natürlicher See. Jetzt keine Schleichwerbung hier machen, aber das ist ein ganz guter Forellensee in Rasfeld. Ja, das ist NRW, so nicht weit von meiner Heimatstadt entfernt. Naja, sind schon noch ein paar Kilometer, aber zumindest ist da ein sehr schöner Angelsee. Und ja, da sind wir dann halt hingefahren. Da fahre ich übrigens jetzt mittlerweile sogar regelmäßig hin, denn da gibt es nicht nur Forellen, auch Störe und so. Kann man nachtangeln, ist ganz cool. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, in einem Forellensee nichts zu fangen, wo meine Kollegen dann, ja, 10, naja, 10, ja, doch einer hat, glaube ich, auch 10 Stück gefangen, aber zumindest 4, 5 hatte jeder. Und ja, ich fange nichts. Das war schon ein bisschen bedrückend. Das heißt, ich rieche da eine kleine Verschwörung. Also ich glaube, diese Forellen, die haben irgendwie auch eine ganz persönliche Abneigung gegen mich. Und das, ja, fährt, das zieht sich hier bis nach Fishing Planet rein. Also ich weiß es nicht. Da muss ich doch tatsächlich mal vielleicht demnächst hier den Forellen nochmal in dem erwähnten See auf die Flossen rücken. Ja, ich lasse mir sowas nicht gefallen. Also ich weiß nicht, was das soll. Das immer, dass ich mich von dieser Fischart wirklich sehr schlecht behandelt fühle. Da muss ich mal jetzt meine Beschwerde zum Ausdruck bringen hier. Das geht so nicht. Ja. Ja, das ist sowieso ein ganz heikles Thema, ne? Diese Forellen sehen. Ich meine, auf der einen Seite finde ich das natürlich sehr gut. Sehr gut,
dass man die Möglichkeit hat, da nach seinem Fischereischein einfach und problemlos eigentlich da zur, ja, zum Erfolg zu kommen mit relativ kostengünstigem Material, ohne große Mühe, kann man sich da einen schönen Tag machen und kann da Fische fangen. Das finde ich echt eine sehr gute Sache. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gibt es natürlich auch Seen, die wirklich ziemlich grenzwertig sind. Also es gibt, oh, da haben wir einen Bissner, sehr schön. Das freut mich und das ist wieder ein besserer Fisch. Es gibt ja wirklich Forellenseen, so wie der von mir angesprochene. Der ist, ne, auch, ich weiß nicht, 2 Hektar oder so groß. Also das ist schon kein kleiner Tümpel und das hat ja auch noch irgendwas mit Angeln zu tun. Ne, man zahlt halt da, ich weiß nicht, 20 € oder 18 € oder so, kriegt dafür eine gewisse Anzahl an Fisch reingesetzt und ein Grundbestand ist da sowieso immer drin. Oh, hier haben wir wieder einen besseren. Ich glaube, das könnte wieder eine Trophäe sein, die wir uns hier holen. Und dafür kriegt man dann halt da Fisch reingesetzt und kann relativ, ne, ist ein normaler Kettenhecht, aber ein schöner. Und kann dann halt ohne großartige Kosten, ohne weite Anreisen, ohne dass man jetzt, weiß ich nicht, seinen Roadtrip da planen muss, kann man da hinfahren, kann seine Fische fangen, kann die auch verwerten. Forellen sind natürlich auch ein sehr guter Speisefisch, was man dann von anderen Fischen nicht behaupten kann. Da kann man dann natürlich auch üben, sage ich mal, wie man mit den Fischen umgeht. Da man die im Forellensee eh nicht zurücksetzen darf, hat man da dann natürlich auch die Möglichkeit, ja, das hört sich jetzt doof an, aber ja, halt den weitgerechten Umgang zu üben. Und von daher finde ich die natürlich nicht schlecht, solche Seen, aber es gibt auch wirklich Seen. Also das hat mit Angeln nichts zu tun. Also das hat wirklich beim besten Willen mit Angeln nichts zu tun. Da schmeißt man seinen Köder da ins Wasser und hat wirklich, also das habe ich einmal mitgemacht in meinem Leben. Das war ein See, der war vielleicht, keine Ahnung, lassen 10 mal 15 Meter oder ja, so in der Richtung 10 Meter, 10 mal 15 Meter vielleicht lang und breit gewesen sein. Und das ist natürlich ein neuer schöner Kettenhecht. Und da ist natürlich nichts, hat das hat nichts mit Angeln zu tun. Und da kriegen dann natürlich auch junge Angler vielleicht, die gerade ihre ersten Schritte in diesen Sport unternehmen, ein ganz falsches Gefühl davon, weil natürlich in so einer kleinen Fläche, die Seen, die sind dann meistens nicht viel tiefer als 1 Meter, maximal 2 Meter. Und wo sollen die Fische da großartig hin? Ja, wenn man dann da seinen Köder reinsetzt, die Fische sind ausgehungert bis zum geht nicht mehr, kriegen gerade so viel Futter in diesen Zuchtanlagen und in diesen Hälterbecken, dass man ja, dass die überleben oder ganz gewiefte Strategien gibt es da ja auch. Die Fische, die man am nächsten Tag besetzt, werden dann immer 2 Tage vorher schon rausgenommen quasi und damit die nichts mehr zu fressen kriegen, damit die Leute halt zufrieden nach Hause gehen, damit die das ja auch alles schön und gut. Aber das hat ja dann wirklich nichts mehr mit Angeln zu tun. Also, ne, einen ausgehungerten Fisch, den kann man da teilweise wirklich fast auf den Haken spucken und die ja, North Carolina Lizenz läuft ab. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Oh, der nächste Biss. Und die nehmen den Köder trotzdem noch oder den Haken. Und das ist dann schon nicht mehr so schön. Ja, dann lässt auch irgendwie ein bisschen die Fischqualität zu wünschen übrig, weil die Fische halt dann unter sehr engen Bedingungen auch aufgezogen und gehältert werden. Ja, und das macht mir dann persönlich nicht so viel Spaß. Also ich bin selber jemand, das muss ich ganz ehrlich sagen, an diesen Natursee da gehe ich ganz gerne. Das ist ein großer See. Da kann es, wie ich am eigenen Leib erfahren habe, auch mal dazu führen, dass man dann auch nichts fängt. Aber auch das ist eben eine Fassade vom Angeln, finde ich. Und ja, das gehört halt irgendwo auch ein bisschen dazu. So, ein Fisch fehlt uns noch, dann haben wir den Kescher voll. Also das hier ist, glaube ich, echt eine super Stelle, ne? Also das ist, glaube ich, bis jetzt die beste Stelle, die ich im ganzen Spiel gefunden habe hier, diese Kettenhechtstelle. Da, ja, da werde ich sehr glücklich, wenn das hier so läuft. Ja, also Fazit, Leute.
probiert alles mal aus, verurteilt nichts. Wenn es euch Spaß macht, dann kann man da auch nichts gegen sagen. Aber natürlich ist das eine sehr komische und eingeschränkte Form von Angeln, da an so einem Betonbecken zu sitzen. Das ist im Zweifel nicht so schön. Aber wie gesagt, der mein persönlicher Forellensee, nenne ich es jetzt mal, der macht eigentlich doch eine ganze Menge Laune, weil man da sich halt auch noch richtig was einfallen lassen muss, um die Fische zu kriegen. Der ist halt auch relativ tief und da muss man verschiedene Sachen ausprobieren. Mal läuft das, mal so, ne? Und dann hat man halt auch, wenn man mit ein paar Leuten geht, eine gewisse Herausforderung. Ja, und dann ist es natürlich auch mal so, dass man vielleicht mal nichts fängt. Das ist nicht die Regel. Ja, das wäre, wenn das die Regel wäre, wäre es natürlich auch wieder doof, wenn man einen gewissen Betrag X an Geld bezahlt und wobei jetzt 18 Euro, ne? Also ich meine, das muss man dann auch immer so sehen. Man zahlt 18 Euro, wenn du noch ein bisschen was trinkst und isst da, bist du am Ende des Tages 25 Euro los. Aber du hast den ganzen Tag da verbracht, ne? Und ich glaube, dass man da schon sagen kann, dass da Kosten, Preis-Leistungs-Verhältnis absolut stimmt. Also ich glaube, so ein See macht irgendwie um 6 Uhr auf oder um 7 Uhr und man kann angeln bis 18, 19 Uhr. Und ich glaube wirklich, dass man da sagen muss, ey, ganz im Ernst, da kann man für 25 Euro oder was man dann da quitt wird, kann man absolut nicht meckern. Und das ist es mir dann auch, wenn ich wirklich mal meine Zeiten habe, wo ich Lust und Zeit habe. Ich spiele auch noch Fußball, deswegen sind die Wochenenden auch immer ein bisschen ausgereizt bei mir. Aber wenn ich mal eine Phase habe, wo ich Zeit und Lust habe, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich zwei, dreimal im Monat mich an so einem See wiederfinde. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter ist jetzt nicht so toll oder es sind irgendwelche Schonzeiten. Das richtige Angeln, Spinnfischen auf Hecht oder auch selbst das in der freien Natur, das Stippen vielleicht auf Weißfisch oder so, das ist einfach nochmal ein anderes Gefühl, aber das kommt dem zumindest schon mal sehr nah. Und ich glaube, wir haben hier einen ziemlich großen Kettenhecht am Haken, der jetzt wieder ein bisschen hier gerade abzieht und ein bisschen sich, ja, noch ein bisschen mit uns kämpfen will. Haben wir an sich nichts gegen. Wir gucken mal, ob wir den vielleicht schon ranpumpen können, denn es ist der letzte Fisch, der uns fehlt hier. Das ist aber trotzdem natürlich ohne Einwände, dass das jetzt nochmal ein dicker ist. Da habe ich wirklich absolut da nichts gegen. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Ah, der will noch nicht ganz, der will noch nicht ganz, aber jetzt gleich wird er sich irgendwann mal ergeben müssen. Der will hier nochmal ins Schilf ziehen, das lassen wir nicht zu. Ich bin gespannt, ob der nochmal eine Flucht macht. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Trophäenfisch, also da würde ich fast schon meinen Allerwertesten jetzt drauf verwetten, denn der zieht sogar nochmal ab. Das ist jetzt seine dritte relativ große Flucht. Also der hat auf jeden Fall Lust auf Kampf. Wogegen ja in erster Linie jetzt auch mal gar nichts einzuwenden ist. So, wir versuchen jetzt natürlich den nochmal ein bisschen hier ran zu pumpen. Ah, komm her. Aber der flieht tatsächlich nochmal. Also das muss echt ein richtig dicker Brocken sein, den wir hier haben. Ja, die North Carolina Lizenz ist abgelaufen. Da werdet ihr mich sowieso nicht mehr sehen. Also das ist ja der größte Scheißhaufen, den ich da je gesehen habe. Das war natürlich wieder ein richtiger Griff ins Klo, hat eine Menge Geld gekostet, dieser Ausflug nach North Carolina. Aber das Geld, das haben wir hier auf jeden Fall wieder reingeholt und ich glaube, das hier ist wirklich ein richtig schöner Fisch, den wir jetzt aber besiegt haben und es müsste ein neuer persönlicher Rekord sein, genau Trophäengröße, nochmal 1,5 Kilogramm hier, 99 XP und 226 Dollar. Hat er uns gebracht, den behalten wir natürlich und gehen jetzt nach Hause. Wir haben unseren Kescher einmal mehr voll gemacht, das soll reichen. Mit dem Geld, was wir jetzt noch kriegen, sind wir bestimmt bei circa 15.000, würde ich schätzen. Ja, 15.000 und das muss eigentlich reichen, um die nächste Reise und das Material, was wir brauchen, zu finanzieren. So, ich bin sicher, dass ich gehen möchte.
Schauen wir mal, ja, fast 2500 Dollar hat uns das gebracht. Da war meine Schätzung mit 15.000 also sehr präzise. Und ja, sehr, sehr schön. Das freut mich. Gucken wir mal, was wir hier alles reparieren sollten. Ja, die Spinroute repariere ich mal noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob ich eine neue kaufe. Die hier repariere ich aber auf jeden Fall. Das kostet mal eben 293,98 Dollar. Das ist ja auch jetzt kein Schnäppchen, aber na gut, das muss halt sein. Und damit sind wir fertig. Was haben wir jetzt hier? Dein Account, kein Premium. Ja, 7.132 Dollar hat uns die ganze Geschichte hier gebracht, dieses Ausfluges. Also sehr schön. Gut, Level 16 ist erreicht. Wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ja, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ja den Forellen auf die Schliche gehen. Schliche gehen, Schliche kommen. Ach, scheiß drauf. Danke fürs Zusehen. Ciao.